So, Herr Holoch ist bereit und bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, bevor ich auf die Äußerung vom Kollegen Schätz eingehe, möchte ich sagen, diesem Landtag ist aufgrund der Initiative der AfD etwas Herausragendes gelungen. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Untersuchungsausschuss zu einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt einberufen, weil die Missstände im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unerträglich geworden sind. Und dass dieser Untersuchungsausschuss eine herausgehobene Position besitzt, hat selbst die Vorsitzende von den Grünen heute bestätigt, die sich ja indirekt bei der AfD bedankt hat, dass dieser Untersuchungsausschuss eingesetzt worden ist, meine Damen und Herren. Ich möchte mich wiederum bei Frau Buttke bedanken für die wirklich gute Leitung dieses Untersuchungsausschusses. Es war im Vergleich zu anderen Untersuchungsausschüssen, wie ich vernommen habe, Corona oder BER, doch wirklich eine sehr, sehr ausgewogene Führung und Leitung. Wahrscheinlich aufgrund BER durch die Schulverzeihung Corona. Ein paar Lacher braucht man am Abend. Aufgrund der Tatsache geschuldet, dass hier im Fokus vordergründig nicht das Versagen der Regierung stand. Aber kommen wir doch mal genau dazu, meine Damen und Herren, denn viele der Dinge, die im RBB passiert sind, hätten verhindert werden können, hätte diese SPD-Regierung ihren Job gemacht und die Rechtsaufsicht wahrgenommen. Und ich habe hier die mündliche Anfrage von mir, wann die Rechtsaufsicht aus Brandenburg von 2018 bis 2022, Herr Schätz, und Sie sollten nicht die Sitzung nach dem Skandal vorlesen, sondern davor, teilgenommen hat. Innerhalb dieser vier Jahre hat die Rechtsaufsicht gerade einmal am 25.02.2021, am 9.09.2021, am 9.03.2022, am 12.07.2022, also insgesamt an vier Sitzungen teilgenommen, innerhalb von vier Jahren. Ich weiß nicht, ob das Ihre Art und Weise ist, damit umzugehen, den Wählern und Ihren Leuten Sand ins Auge zu streuen. Diese Rechtsaufsicht hat auf ganzer Linie versagt. Diese SPD-Regierung hatte kein Interesse an der Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, meine Damen und Herren. Aber es haben auch andere Funktionäre und andere Organisationen kein Interesse an der Aufklärung gehabt. Gucken wir uns die Staatsanwaltschaft in Berlin an, die von Anfang an gemauert hat, obwohl die AfD Strafanzeigen gestellt hat und behauptet hat, noch Monate nach dem Skandal, es lege kein Anfangsverdacht vor. Man hat dann erst zu spät ermittelt, dann hat man sich Zeit gelassen, dann hat der Untersuchungsausschuss herausgefunden, dass die einzige Hausdurchsuchung, die stattfand, vorher angekündigt wurde, der leitenden Justiziarin zu dem Zeitpunkt, und dass diese Dame dann eine Woche später auch noch bei der Hausdurchsuchung am Sonntag dabei war und zwischendurch der Business Insider berichtet hat, dass Unterlagen im RBB vernichtet wurden. Und wenn ich Sie noch mal auf Sie eingehen darf, Frau Buttke, diese Äußerung von Ihnen stimmt halt einfach nicht. Der Untersuchungsausschuss hat nicht widerlegt, dass Unterlagen nicht vernichtet wurden. Er ist dieser Frage gar nicht abschließend nachgegangen. Sie können es also nicht widerlegen. Deswegen verstehe ich diese Aussage von Ihnen nicht. Meine Damen und Herren, das ist der Erfolg der... Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Frau Dr. Oehnhausen steht an der... Ja, das nimmt wieder Geschwindigkeit raus. Die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, die Landesregierung habe kein Interesse gehabt an der Rechtsaufsicht, haben sie schleifen lassen. Könnten Sie uns einmal erklären, warum die Landesregierung das gemacht hat und ob das tatsächlich nur eine Affäre Schlesinger ist oder ob es Verfehlungen, ob es so eine Vetternwirtschaft bereits auch vorher schon im RBB gegeben hat? Ich danke für die Frage, sehr geehrte Frau Kollegin. Um darauf zu antworten, die SPD-Staatskanzlei hat ja oft angeblich von allen Skandalen aus der Presse erfahren. Herr Dr. Dietmar Woidke hat das betont, Herr Dr. Grimm hat das immer wieder betont. Also entweder ist diese Staatskanzlei unfassbar impotent oder sie lügen uns ins Gesicht. Man darf sich aussuchen, was man daraus wählt, meine Damen und Herren. Bei den gemeinsamen Essen waren wahrscheinlich die Speisen so herausragend gut, dass man diese Fragen sich ausgespart hat. Man hat an den Verwaltungsratssitzungen nicht teilgenommen. Man hat die Protokolle offensichtlich nicht mal gelesen. Und man muss auch sagen, was die Koalition ja herausgestrichen hat aus dem Abschlussbericht ist, dass der Staatskanzlei seit 2018 die Rechnungshofberichte vorlagen, in denen ja drin stand, dass es Bonuszahlungen gab, in denen drin stand, dass es überhöhte Gehälter beim RBB gab. Aber diese Dinge hat die Staatskanzlei entweder nicht zur Kenntnis genommen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und deswegen muss man hier absolut entweder von Staatsversagen sprechen oder man muss von beabsichtigten Wegschauen sprechen. Aber in jedem Fall hat diese Regierung ihre Mitschuld an den Skandalen im RBB zu tragen, meine Damen und Herren. Und wenn dann Herr Grimm sagt, er hat keine Erkenntnis von den Kostenexplosionen, ist es genau das, was man aus den Berichtern rausgestrichen hat, meine Damen und Herren. Seit 2018 war das bekannt. Rechtsaufsicht im Sinne der SPD bedeutet keine Anwesenheit
Und wenn man dann doch mal beim Rundfunkrat oder beim Verwaltungsrat war, war man nur körperlich da. Die Protokolle wurden nicht gelesen, der RBB konnte schlussendlich machen, was er wollte und die SPD hat Mitschuld an diesen Zuständen, meine Damen und Herren. Und es handelt sich auch mitnichten um das System Schlesinger, so dass sie es ja machen wollen. Es geht nicht um eine kleine Clique, die sich dort bereichert hat. Es sind systemische Fehler angelegt in dieser Rundfunkanstalt und die es auch in anderen Rundfunkanstalten sicher gibt, meine Damen und Herren. Wir haben es hier mit Mega-Gehältern zu tun. Wir hatten auch Bonuszahlungen schon vor Zeitpunkt des Untersuchungsausschusses. Das heißt also auch bei der ehemaligen Intendantin Dagmar Reim. Das heißt also, diese Selbstbedienungsmentalität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat Tradition. Und es ist übrigens genau das, was die Menschen draußen nicht mehr ertragen können. Sie können es nicht ertragen, dass sie Rundfunkbeiträge zahlen müssen für ein schlechtes Programm auf der einen Seite und dann auch noch dafür, dass sich einige wenige an diesen Rundfunkbeiträgen bereichern, meine Damen und Herren. Und ich möchte auch noch mal auf die Äußerung von Herrn Schätz eingehen, dass es ja eine Geldverschwendung sei, diese Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Sie haben, Herr Schätz, 100 Millionen Euro für verdammte Schnelltests ausgegeben an Schulen und Kitas. 100 Millionen Euro. Würden Sie bitte beim Thema bleiben. Wir reden über den RBB. Also Frau Präsidentin, wenn der Kollege Schätz davon spricht, dass es Steuergeldverschwendung war, werde ich ja wohl darauf reagieren können und einen passenden Vergleich ansetzen dürfen. Und wenn Sie nicht hören wollen, dass Sie 100 Millionen Euro in den Sand gesetzt haben, anstatt Schulen zu sanieren und sich jetzt darüber aufregen, dass wir 1 Million Euro für die Untersuchung von Missständen im RBB aufwenden, dann ist das Ihr Problem, meine Damen und Herren, und nicht meins. Der Untersuchungsausschuss hat herausgefunden, dass mit Rundfunkbeiträgen an der Börse spekuliert wird, um die überaus großen Ruhegelder zu bezahlen und auch die Ruhestandsgehälter zu bezahlen. Wir wissen bis heute nicht, wo das Geld investiert wird, ob das in Rüstungsfonds angelegt wird, ob das in Unternehmen fließt, die zum Beispiel von Kinderarbeit profitieren. All das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo diese Rundfunkbeiträge hinfließen. Das digitale Medienhaus mit 311 Millionen Euro war ein Zeichen der Abgehobenheit. Alle Überwachungsgremien haben versagt. Der Rundfunkrat hat versagt. Der Verwaltungsrat hat versagt. Und die innere interne Revision, das ist ja wohl das Allerbeste, was wir im Untersuchungsausschuss gehört haben, die hat nicht mal untersucht, wenn die Intendantin es nicht genehmigt hat. Und die Intendantin selbst wurde nicht geprüft, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend sagen, dieser neue Staatsvertrag, der behebt keines dieser Probleme. Wir haben als AfD einen eigenen Staatsvertrag vorgelegt, um diese Probleme zu beheben, meine Damen und Herren. Den hätten Sie annehmen sollen. Dieser Rundfunk muss grundlegend treffen. Vielen Dank.